zu meinem neuen Review. Ich habe mein Fairy Tale Dreams von Randall Spengler fertig. Ich bin absolut begeistert. Ein wunderschönes Bild. Ihr seht das jetzt hier noch kurz im Ausschnitt. Ich würde es dann einfach nochmal auf den Fußboden legen und euch das dann nochmal zeigen. Kurz nur, genau, ein Review, ganz kurz. Ich habe gute 4 Wochen gebraucht. 4,5 Wochen. Ihr wisst ja, ich kann ja nicht viel und immer painten und was ich liebend gerne machen würde, weil ich liebe es einfach. Und dieses Bild hat mir wieder gezeigt, dass es sich lohnt, auch mal viel mehr Geld auszugeben als bei China-Shops oder Amazon. Es war wieder ein wunderschönes. Es hat einfach Spaß gemacht. Und ich habe diesmal was anderes gemacht. Ich habe das so noch nie gemacht. Ich habe in Bildern gepaintet. Ich habe mir nicht Quadrate, Rechtecke gemacht. Ich habe nicht Farbe für Farbe gepaintet, weil das wäre ja bei so einem großen Bild nicht so wirklich Sinn und Zweck gewesen. Wäre jetzt nicht Sinn und Zweck gewesen. Ich habe mir Bildabschnitte genommen. Ich habe das ganz verschieden gemacht. Ich habe, ich glaube, ich hatte hier unten angefangen, hier so, und bin dann hier hochgegangen, hier rum, bis zu diesem Buch hier und habe das Glas ausgelassen. Dann habe ich das Glas gemacht und dieses Pöttchen da. Ach nee, Quatsch, das ist der Schuh. Ich würde hier hinten den Schuh mitgemacht, würde ich jetzt behaupten, und den Schuh hier vorne. Na, ich habe dann dieses Teil gemacht hier. Dann bin ich hier rüber und habe hier unten gemacht, bis zu den Büchern hier so rein. Und dann habe ich die Bücher hoch zugemacht, die schwarze Ecke hier oben, die Bücher rüber zu, dann hier rundherum das Kopfkissen, dann den Drachen komplett und dann den Schuh. Und den Schuh habe ich mir auch eingeteilt dann. Hier das Teil erstmal, dann das Ohr und dann den Rest. Genau, so habe ich diesmal gepaintet und ich muss sagen, dadurch, dass man immer so Bildabschnitte macht, ist das wahnsinnig interessant, wie toll das doch dann aussieht. Ne? Ich meine, bei anderen Bildern habe ich auch so Quadrate immer gemacht, ne? Das wisst ihr ja. Aber oder Farbe für Farbe gepaintet, das mache ich ja auch gerne. Aber hier, gerade hier bei diesem großen Bild, es ist ja nur eigentlich, ich hatte 60 mal 40, 75 mal 50 war das Größte. Genau, das war das, wie hieß denn das? Das war von, ich würde sagen, das war das Strassbild von Picmondo. Wo ich immer sage, ist das wieder Regenwald? Nee. Wie hieß denn das? Egal. Egal. Jedenfalls, das ist jetzt 71 mal 41 gewesen. Runde Steine, Harzsteine, bombastische Steine. Ich wollte vorhin schon, hatte schon angefangen, Steine wegpacken zu wollen. Und dachte, oh nein, das kann ich doch nicht machen. Ich habe nur schon die 2 AB-Farben schon eingepackt. Ich wollte euch dann noch zeigen, dass ja wieder ganz viele Steine über sind. Ich habe hier sogar noch teilweise Tütchen. Die habe ich noch gar nicht. Ich glaube, die 841, die hatte ich schon aufgefüllt. Nee, das war das nicht. War das das hier? 33, hier. Ich hatte hier 33,71. Also ihr seht ja, hier ist noch etwas drin. Und die Dose ist hier echt randvoll, ne? Hier ist noch ein Irrläufer drin, aber das ist egal. Jedenfalls ist die ja voll, die Farbbox. Genau, und ansonsten habe ich ja auch überall noch fleißig viele Steine drin. Kann hier bei dem Grün ist das enorm viel, finde ich auch. Na, wenn ihr so reinguckt. Hätte ich nicht gedacht. Also das ist wirklich viel. Ich sortiere die Steine weg. Die kommen in so Beutelchen. Ich nehme immer erstmal die Beutelchen, die auch dabei sind. Da kommen die rein. Und dann klebe ich mir diesen Aufkleber drauf. Wenn ich jetzt, ich habe ja schon eins gemacht von Diamond Art Club mit runden Steinen. Das war der Hund. Mit dem Smoothie. Klar, ja, genau, das Teilbild. Wenn ich jetzt schon Bilder, die Steine,
Steinchennummer, die DMC-Nummer habe, dann klebe ich einfach diesen Aufkleber jetzt einfach mit auf die Tüte drauf, solange wie es geht. Man weiß ja nie, für was es gut ist. So brauche ich nichts draufschreiben. Ich habe alles beisammen. Wenn ich dann vielleicht irgendwann mal sehe, oh, das ist das und so. Okay, ah ja, da fehlt ein Stein. Alles klar. Habe ich mir so gedacht. Ob das passiert, das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich soll mir ja nun nicht versiegeln wegen dieser Garantie. Genau. Ich habe gepaintet mit diesem hier. Na, den gibt es ja noch in lila und in rosa. Bombastisch. Na, hier vorne ist das dicker. Ich painte so oder so. Na, hier hinten. An dem dicken fasse ich gar nicht an. Das ist mir zu unbequem. Wenn es was genau legen wollte, habe ich dann so gemacht. Oder ich painte gleich so. Und entweder ist es durch das viele, viele, viele Painten an dem einen Abend gewesen. Jedenfalls wurde das locker hier vorne. Weil hier war es gebrochen. Und jetzt hat mein Mann. Oder nicht jetzt, sondern den Tag danach hat er hier Sekundenkleber rundherum gemacht. Das sieht man oder nicht? Jetzt? Seht ihr das? Damit es hält, weil ich wollte die nicht wegschmeißen, um Gottes Willen. Die finde ich so klasse, da mache ich die Spaß. Gepaintet habe ich mit einem großen durchsichtigen Schiffchen und diesem Schiffchen mit Glitzer, das ist auch von Diamond Art Club, aber das ist nicht von diesem Bild. Das war vom Drachen, würde ich sagen. Von dem Regenbogendrachen, würde ich sagen, war das. Das ist egal. Jedenfalls war es von Diamond Art Club. Folien habe ich auch genutzt, diese kleine süße Katze. Ich glaube, nein, ich weiß es nicht mehr, wo die her war. Entweder war sie von der lieben Heidi. Oder aber von Janine X. Wenn es mir wieder einfällt, schreibe ich es euch in die Beschreibung. Ich verlinke euch auch das Unboxing von dem Bild und ich verlinke euch natürlich auch, wenn es das Bild noch gibt, natürlich auch das Bild, ne? In der Beschreibung alles. Und ich habe mit Heidi Wachs rosa Zucker gepaintet. Irgendwie fand ich, passt das dazu. Warum? Kann ich euch nicht sagen. Aber ihr wisst ja, entweder passend zum Bild, passend zur Person, für das ich das bin, aber irgendwie fand ich diese rosa Zucker, der passt ja bombastisch dazu. Ich weiß auch nicht. Ich finde, das hat Zucker, das Bild, ne? Ist ja nicht süß, wie er schläft, der Kleine. Soll ich lieben. Das war es eigentlich schon. Klebkraft ist super. Bilderrahmen habe ich auch schon da. Den habe ich mir bei Amazon bestellt. Und mein Regenbogentracher hat denselben Bilderrahmen wie dieses Bild jetzt bekommt. Und ich werde schauen, wo wir es hinmachen. So richtig weiß ich es noch nicht. Aber definitiv kommt es an die Wand. Weil die Bilder kommen an die Wand. Dann lieber mache ich noch ein anderes wieder ab. Aber entweder kommt das bei mir ins Schlafzimmer oder bei eins von den Kindern ins Zimmer. Dass einer den Regenbogendrachen kriegt und einer von den Jüngeren. Das dann mal schauen. Aber es kommen ja noch ein paar Rindelsprengler. Von daher wollen sie sich da auch nicht streiten. Ne? Genau, ihr Lieben, das war's schon. Ich bin bombastisch begeistert. Ach, ich wollte euch das Bild noch zeigen. Wartet. Ich kann das auch ganz einfach mal machen. Ich nehme jetzt einfach mal die Kamera und gehe hoch. Brauche ich es gar nicht auf den Fußboden legen, fällt mir gerade ein. So, da seht ihr das. Ist das nicht toll? Ja, hier ist noch meine Halterung. Ne? Aber das ist doch klasse, oder? Das schimmert überall, das funkelt, egal ob das AB sind, alles keine AB-Sterne und das funkelt trotzdem, ne? Hier das grüne ist AB. Hier ist das blaue AB. Genau. Ist doch toll. Hier sind auch noch ein paar grüne ABs drin. So, ihr Lieben, das war's. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.